Ja, Mette, Leute, 17 Uhr, bisschen länger heute arbeiten müssen. 27 Grad Sonnenschein, fester Stuhlgang, weil keine Brötchenvideo. Aber ich war einkaufen. So, du, Karle, weißt du noch, am Samstag, 18.55 Uhr, wo wir von der Kneipe aus angerufen haben, natürlich noch nüchtern, und gefragt haben, wir haben uns ja Sorgen gemacht um unser Kalorienkardinal, weil nichts kam, kein Lebenszeichen. Ja, wir waren jetzt die letzten Tage verteilt bei der Polizei, Anzeige erstattet, weil finden wir nicht so lustig, wenn uns mit dem Tode gedroht wird. Morgen wird dann noch der Besitzer der Kneipe, der Wirt, Anzeige erstatten, weil er hat Angst um seine Gaststätte, weil du gedroht hast, da den Laden anzuzünden. Ja, geht gar nicht, so eine verbale Entgleisung. Man kann einfach nur freundlich sagen, Leut, ihm geht's gut, oder Leut, keinerlei Auskunft. Wir hätten dann auch nicht weiter angerufen. Aber sowas, das ist ein Verhalten unter der Gürtellinie. Wie gesagt, wir haben uns einfach nur Sorgen gemacht und dann sowas. Tja, kann man nichts machen. Mal gucken, was rauskommt. Also Leute, wünsche ich noch einen schönen Feierabend. Während ihr das Video seht, werde ich dann an dem Projekt Brote Brötchen Video ein bisschen basteln bzw. aufnehmen. Es muss ja wieder am Sonntag Fanmanagement gemacht werden. Also, Mädel auf, Leute!